Kölscher Punch-Variante. Ist es wahrscheinlich ein Kölsch? Vielleicht sogar ein Pilz? Framinger hat reingeschissen und hat uns einen Radeberger geholt. Jetzt trinken wir scheiß Pilz. Ich hab Kölsch gesagt, mir wurde ein Pilz geliefert. Du bist zufrieden? In jedem ägyptischen Hotel ist ein Bauern zu sein, gemacht, der nicht zu cool ist. Das wird nie zu stark, wenn das. Nie im Leben! Framinger hat's geschafft. Framinger hat's geschafft. So, Freunde, ihr habt es euch gewünscht, ja ich dokumentiere ein bisschen Köln, hab sogar ein Mikro dabei, wir machen ein bisschen Quatsch auch vor der Arena, das ist doch ein passendes Intro, oder Raminger? Raminger ist auch mit dabei, wir haben auch einen Bierpong-Tisch dabei, wir dachten uns, wir machen das ganz wild, wie sagt man, wir haben eventuell einfach ein Fahrradschloss dabei und unser Ziel ist es, den Bierpong-Tisch an die Arena irgendwie anzuhören. Das ist quasi unser Fahrrad. Unser Fahrrad haben wir. Ist das geil. Ja, also ich hoffe, ich unterhält die ganze Geschichte und ich schaue mal, dass ich ein paar Mal mit der Kamera draufhalte. Bis dann. Ja, bei jedem Clip einfach noch dumm grinsen, Alter. Und man sieht original gar nichts. Aber man sieht die Lanxess Arena. Stark. Geh auf ein Partyboot, oder? Ja, Döner fressen gehen. Gutes Licht.
krass nach Rott. Erfolgreich. Ja, jawoll. Liebe Leute, liebe Leute. Heute geht's steil. Digga, ich schwöre. Im wilden Schloss, Alter, das ist echt der Wahnsinn. Das ist auch so uralt. Hello, it's me. Okay, Rem hier. In Bier.t-Schatz. Okay, servus. Also wir haben unser Bierpong aufgebaut, haben gerade schon eine Runde gedattelt. Sieger war natürlich klar, habe ich kurz den Ramminger zerflügelt. Wir schauen jetzt, dass wir noch irgendjemanden ranholen, der gegen uns ein Match spielt. Und vielleicht kriegt man da sogar noch irgendeinen Einsatz oder sowas hin. Ihr spielt gegen uns? Jo, komm mal. Aber 2 gegen 2, okay, wir haben auch 2 Bier, ihr kriegt dann auch ein Bier. Okay. Das ist in Ordnung. Jo. Okay, schade. Dann bekommt ihr jetzt von uns auch ein Bierchen. Und dann fetzen wir los eine Runde. Der ist stark. Bock stark. Kannst beides machen. Oh, schade. Oh! Jetzt ist es.
sich bei euch dann schon auch sagen, Bayern, das sind wir mir, Bayern, das bayerische Bier, oder ist es eine Kölscher Punch-Variante? Ist es wahrscheinlich ein Kölsch. Vielleicht sogar ein Pilz. Framinger hat reingeschissen und hat uns einen Radeberger geholt. Jetzt trinken wir scheiß Pilz. Ich habe Kölsch gesagt, mir wurde ein Pilz geliefert. Kennt ihr das auch, wenn ihr so mit Pärchen befreundet seid, ihr euch mit denen trifft und ihr merkt, da ist einfach irgendwie so ein Konfliktpotenzial oder unausgesprochene Sachen? Das ist, glaube ich, noch so ein Punkt, der heute öfters in der Diskussion bei euch ist. Ey, wenn es ums Bier geht, ist immer eine Diskussion. Das ist genau ein emotionales Thema. Sehr. Das ist ein sensibles Thema, ja. Wahrscheinlich auch Counter-Strike-Spieler oder was hier? Ein bisschen. Echt? Ein bisschen. Warst du auf LAN-Partys? Tatsächlich. Ja. Okay, krass. Aber ich habe nur gekämpft. Was heißt gekämpft? Sich irgendwo verstecken und gar nicht die Chance bieten, dass man halt irgendwie so gegenseitig, also das macht das Spiel halt grottenlangweilig. Ja. Ich spiele immer so ein bisschen gegen die Konvention. Dafür sind wir, glaube ich, zu ungeduldig. Ich glaube, ist aber stark. Also weglaufen und verstecken, oder was ist da der? Ja, genau. Also meistens auch sogar noch an der Startbasis. Wenn die Runde losgeht, da bin ich einmal so quasi 2 Meter nach links oder so und dann ging ich halt da. Wenn man nicht als AFK beschuldigt wird, dann ist man auch... Ja, genau. Ab und zu bin ich so leicht hochgejumpt, damit ich dann nicht irgendwie als AFK gemeldet werde. Wo ist eigentlich dein Bier? Das kommt morgen. Das kommt morgen? Ja, ist noch nicht eingetroffen. Es ist ja gleich. Ich habe mir Fax zugestellt. Sind live? Okay, stark. Oh, ja, wir gehen jetzt zur Loge. Ja. Was macht ihr? Ja, wir gehen zur Loge. Zur Loge? Die hören sich eher an wie Schwaben, sagt jemand. Aber? Seid ihr Schwaben? Ja, sind wir auch. Ja, tatsächlich. Tatsächlich. An Bayern dran, ja. Aber nicht ganz Bayern leider. Ich war gestern bei euch, ich war in Stuttgart. Hey, das ist ja, sehr, das sehr ist, cool. Ja, wir wohnen ziemlich genau zu Stuttgart und Ulm. Das ist eine geile Gegend da. Das heißt, ihr wohnt um Ulm herum? Ja, in Ulm, um Ulm und ja, um Ulm herum. Ja, das ist eigentlich eine komische Konstellation mit Neu-Ulm und Ulm. Das ist eine gute Frage. Die einen sind Bayern und hinter der Donau ist dann wieder... Ist verschickt. Gibt es Leute, die mit Webcam Counter-Strike zocken? Das bin ich. Und machst du es auch mit Tracht? Auch, ja. Dann haben die Spieler doch schon alles gesehen, oder? Wenn ich den Gegner schreibe, der soll mal kurz in den Twitch-Stream reinschauen. Und er schaut bei mir rein. Ach, streamst du auch? Ja. Und er schaut bei mir rein. Dann bin ich immer der, wo winkt und sagt, das ist der, wo dir gerade aufs Maul gegeben hat. Und das sind alle Fulltit. So funktioniert das. Wer ist du bei Twitch? Eugen der Unsterbliche. Jetzt habe ich Werbung gemacht, oder was? Ja, aber weil ich dich gefragt habe, weil du so sympathisch was verschwiegen hast. Eugen? Oi, also so wie Eugen, nur ohne Gil? Eugen. Ich heiße Jonas, aber ich heiße Eugen. Eugen. Ja, ist geil. Wir haben ja vorher Bierpong gespielt noch. Wir haben sogar Bierpong-Tisch mitgenommen. Die einen kommen im Fahrrad, wir kommen im Bierpong-Tisch und haben den Bierpong-Tisch dann einfach mit dem Fahrradschloss an den Fahrradständer angeschlossen. Und haben wir die Bierpong-Bäche jetzt im Rucksack. Ist geil. Ey, das ist Maria und Josef. Ey, same. Cool. Beim nächsten Mal, wenn du ein bisschen früher da bist, ich will schon eine Runde Bierpong mit. Okay. Sorry. Machen wir. Aber Hand drauf jetzt. Ja gut, Hand ich muss ja gucken, wann ich ankomme. Ja. Nicht, dass ich zuvor, ich bin auch so ein Jetsetter. Deswegen will ich nicht zu viel versprechen. Alles nächstes kann aber Jahr versprechen, dann. Nächstes dass ich es versuche. Nächstes Jahr dann. Sehr, sehr geil. Hey, viel Spaß euch noch. Oh, fast. Nuki. Wahnsinnig aus. Oh, geil. Morgen, Freunde. Es ist Tag Nummer 3, Tag des Finales.
Schauen, dass der Aufzug ist. Wir sitzen wieder im Aufzug, haben unser Bier dabei. Heute wird nochmal sehr, sehr wild, hoffentlich. Gestern waren wir nochmal, ja, einen trinken. Achso, wir sollten weg. Gestern waren wir noch einen trinken. Ausschnitte seht ihr jetzt. Viel Spaß. Kommt's drauf an. Wir haben den auch gestern einfach vergessen. Ja. Wo ist der? Der ganz vorne irgendwo. Oh, oh. Hier ist es schon mal nicht. Da ist er denn? Doch, ich sehe ihn, oder? Nee. Doch, ich sehe ihn. Oh ja, er ist noch da. Er ist noch da, wir haben es geschafft. Ja, hier vom Tisch ist noch da. Bock stark. Ey, ist das clean. Ist das clean. Attempt going for the plant, no one's stopping him. Hooks a quick stage. Jackie.
stark. Was? Points out. Das Fleisch hat gut gemacht, Digga. Der Rewe wurde ausgenommen. Statement. Meinst du, trinkst du erst mal Cola, oder? Kannst du mal Taste-Test? Taste-Test? Der Mann schlürft die ganze VIP-Lounge leer, Digga. Der strudelt quasi die Colas. Ist geil. Ist lecker, Alter. Also. Ist geil. Das kann man durchschauen. Ja, man sieht eh gar nichts. Scheiße. Hallo. We have some light issues. Ja, scheiß auf Lautstärke. Ja, ja. Warte, ich mach Licht. Kannst nicht sein, Digga, was ne scheiß Handykamera. UK, what the fuck? Guess where I'm from? Wait. Before you guess. You just need to look up. he said UK, so I said UK. UK? UK? The Netherlands. No, I'm from the UK. That seems nice. How about Elo? What? 2.3k. 2.3k? I face is 10 Elo. I have. What about you? I have. Will you believe me if I tell you? 200. Are you trolling? You guys, who's your favorite counter strike team? Der hat schon einen Sticker. I look it up for you and then we prime set. Das ist schon gut. Ist gut. You show me nothing. You just show me Safari the whole time. The last time I saw him, he took a picture with him. Enjoy. Hello. Let's go drink. Das ist so anders, Digga. Ich kann nicht mehr reden, Digga. Wait. I have to just pull them because of Vollgas. Hygiene and so. Hau rein, die Pulle. Yeah, open wide. Okay. Was auch schon? You need to swallow, my friend. Not hold it, like, I don't know. Yeah, open wide. Is it like it? Was passiert? Was wird hier eigentlich beschworen, Digga? Glenn, was sagst du? Schmeckt Cola gut? Taste-Test machen? Mal gucken, ob das hier, ob dir. Ich hab meine Klausur ausfallen lassen. So. Kann man machen? Ja, tatsächlich. Erstmal Cola getrunken. Also, ist ganz stabil eigentlich. Ja, ja. Gut. Alles freut mich, Digga. Das freut mich. Ist echt geil. Sponsorship vielleicht? Komm mit Holmwitz auf. Ja, das ist sensationell, Digga. Hallo, Freunde. Nochmal ein kurzes Fazit von mir. Ich habe keine Ahnung, was ich hier am Ende zusammenschneiden werde aus dem ganzen Videomaterial. Es war sehr, sehr wild alles auf jeden Fall. ich glaube, ich habe viel Videomaterial, aber ja, no joke, keine Ahnung. Es war ein geiles Event auf jeden Fall. Viele Leute kennengelernt. Gruß geht raus und alle Atzen. Es war sehr, sehr lustig, unterhaltsam. Auch in die Loge zu dürfen war ultra sick. Das erste Mal hier ordentlich gevloggt. Ich hoffe, es war ganz, ganz lustig. In dem Sinne, ja, Like, Abo, Comment, alles da lassen. Oder Ramminger, was sagst du? Es war gelungen.
Ja, wir machen jetzt noch ein Siegerbier auf. Ja. Und dann geht's morgen heim. Ciao, ciao. Hey Freunde, ich hoffe, euch hat mein Vlog zu IEM gefallen. Es war eine sehr, sehr wilde Zeit, hat mega Spaß gemacht. An der Stelle möchte ich mich auch nochmal bei allen Leuten bedanken, die mit uns unterwegs waren, für uns kurz die Kamera gehalten haben, mit uns Bierpong gespielt haben oder uns sogar die Loge hochgelassen haben. Auch an all die, die man als neue Freunde kennenlernen durfte und mit denen man ein Bierchen oder eben eine Cola aufgemacht hat. Gruß und Kuss an euch alle. Bis zum nächsten Jahr. Danke für den Support auf Twitch und Co. aktuell. Der ganze Shit macht ultra Spaß und bockt absolut. Bis zum nächsten Mal. Eugen out.